Wir Menschen haben ein angeborenes Bedürfnis nach engen zwischenmenschlichen Beziehungen. Trotzdem können Beziehungen schwierig sein und man merkt vielleicht auch bei sich selbst, dass es gar nicht so leicht ist, sich intensiv auf andere Menschen einzulassen oder sie ins eigene Leben zu lassen. Mit diesen Themen beschäftigt sich die Bindungstheorie, von der ich dir gerne in den nächsten Minuten erzählen möchte. Die ersten Forschungen dazu gab es in den 40er Jahren des vorherigen Jahrhunderts. Schnell wurde klar, die ersten Erfahrungen, die wir als Babys und Kleinkinder mit unseren Eltern oder mit engen Bezugspersonen machen, haben einen enormen Einfluss auf unser späteres Bindungsverhalten. Und Bindungsverhalten meint hier nicht nur, wie wir uns in Liebesbeziehungen verhalten, sondern auch in Freundschaften oder in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Also, gehen wir Kontakte ein? Können wir anderen vertrauen? Fühlen wir uns wohl bei ihnen und können uns fallen lassen? Oder engen uns Beziehungen ein und wir versuchen, Bindungen zu vermeiden? Oder auch das Gegenteil, neigen wir dazu, zu klammern oder zu extremer Eifersucht, weil wir unsicher sind und immer Angst haben, verlassen zu werden? Die Grundfrage lautet, haben wir in der ersten Lebensphase die Erfahrung gemacht, dass wir uns auf unsere zentralen Bezugspersonen verlassen können, dass sie unsere Bedürfnisse erkennen und angemessen darauf reagieren, dass sie uns also schützen, versorgen und dass wir uns bei ihnen wohlfühlen? Oder sind wir eher vernachlässigt worden, lieblos oder vielleicht sogar gewaltvoll behandelt worden? Als Baby und Kleinkind sind wir schließlich allein nicht überlebensfähig, sondern abhängig von unseren Bezugspersonen. Bei etwas älteren Kindern konnten Forscherinnen und Forscher 4 verschiedene Bindungsstile klassifizieren, die man dann auch später bei Erwachsenen entdecken kann. Der erste Stil ist die sichere Bindung. Diese Kinder haben durch die Fürsorge, die sie erlebt haben, großes Vertrauen in andere Menschen. Und so gehen sie offen auf andere zu, sind auch leichter dazu in der Lage, Beziehungen, Liebesbeziehungen oder Freundschaften einzugehen und zu pflegen. Und sie fühlen sich zusammen mit anderen wohl. Der zweite Stil ist die unsicher vermeidende Bindung. Diese Kinder haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Bedürfnisse nicht gehört werden und dass ihre Bezugspersonen nicht für sie da sind. Sie fühlen sich dadurch zurückgewiesen und auf sich allein gestellt, sodass sie auch Beziehungen eher aus dem Weg gehen. Der dritte Stil ist die unsicher ambivalente Bindung. Diese Kinder haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Bezugspersonen mal fürsorglich, mal aber auch abweisend reagieren. Sie können ihre Bezugspersonen dadurch nur schwer einschätzen und versuchen ständig rauszukriegen, in welcher Stimmung diese gerade sind. Und dadurch sind die Kinder auch selbst hin und her gerissen zwischen dem Bedürfnis nach Nähe oder Flucht oder auch Ärger. Sie können sich auch später in Beziehungen oftmals nicht so richtig fallen lassen oder fokussieren sich auch rückblickend eher auf Negatives in Beziehungen oder Freundschaften. Und der vierte Stil ist der desorganisierte Stil. Diese Kinder haben häufig Misshandlungen erlebt oder die Erfahrung gemacht, dass ihre Bezugspersonen einerseits für Nahrung und Schutz sorgen, andererseits aber auch verantwortlich sind für Übergriffe und für Schmerzen. Diese Kinder erleben eine große Unsicherheit und Angst. Mal verhalten sie sich abweisend und mal suchen sie die Nähe. Da gibt es kein einheitliches Muster. Sie verhalten sich eher widersprüchlich und teilweise auch aggressiv und auch später kann es ihnen schwerfallen, anderen Menschen zu vertrauen und sich fallen zu lassen. Ich finde diese Erkenntnisse und diese Kategorien sehr wertvoll, weil dadurch die Selbstreflexion als Erwachsener unterstützt werden kann. Wenn man bei sich selbst immer wieder merkt, dass man bestimmte Muster in Beziehungen hat, dann lohnt es sich, ganz bewusst auf die eigene Kindheit zu schauen. Problematische Muster können zum Beispiel sein, dass man Beziehungen generell aus dem Weg geht oder dass man sich nur auf Personen einlassen will, die aber von einem selbst nichts wollen, dass man extrem klammert, dass man Angst davor hat, verlassen zu werden oder dass man keine Nähe zulassen kann. Zum Abschluss dieses Videos noch ein Gedanke, der Mut macht.
Auch wenn die ersten Bindungserfahrungen als Baby und Kleinkind enorm wichtig sind, so kann sich unser Bindungsverhalten auch später noch stark verändern. Denn jede neue zwischenmenschliche Beziehung, egal ob es sich um eine Freundschaft handelt oder um eine Liebesbeziehung, kann alte Muster aufbrechen. Einfach weil wir neue Erfahrungen sammeln und dadurch die alten Erfahrungen überschrieben werden. Und ein bewusster Umgang mit den eigenen Mustern kann dabei helfen, Beziehungen aufzubauen, in denen man sich wohlfühlt. Und eine Therapie kann dabei unterstützen, Beziehungsmuster zu erkennen und zu durchbrechen, die einem nicht gut tun. Gute Erfahrungen, wenn du dich mit diesem Thema weiter auseinandersetzen möchtest. Du hast Lust auf neue Themen jede Woche? Dann abonniere doch einfach hier diesen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du kein neues Video. Über einen Daumen nach oben von dir würden wir uns sehr freuen. Und wenn du Fragen hast, dann lass uns doch einfach einen Kommentar da. Auch Themenvorschläge wären klasse. Und hier gibt es noch ein paar interessante Videos für dich. Bis nächste Woche, euer René.